Hi! Hallo! Hier ist wieder euer Gamercout. Und der andere. Fette. Was? Nein. Das ist ein Arschgesicht. Danke, my friend. Also, wir kommen zurück zum neuen Part. Der dachte, der nächste Jahr irgendwie 45 Minuten lang ging. Einfach, weil der irgendwie übertrieben lang ging. Läuft bei uns. Geht dieser jetzt ein bisschen kürzer, um das wieder reinzuholen. Keine Ahnung. Also, das ist jetzt deshalb sehr unterschiedlich, wie lange die Parte dauern. Einfach weil wir es können. Was können wir? Die Partlänge bestimmen. Ja, können wir. Wir sind krasse Leute. Ja. Krass, krass. Und ich habe gerade alle Fähigkeiten aufgewertet. Wir sind jetzt so gut. Yeah. So geil. Aber wir wurden fast. Weißt du, ich hab nicht mehr ein Perfekt in allem. Ich werde manchmal richtig krass weggehauen von den Grobian. Das gefällt mir nicht. Und hier ist irgendein Rabbit Kingdom. Oh! Okay, bisher war noch nie ein Boss. Das ist ein Boss. Das andere war ein Mini-Boss. Mit einem Oberaffe. Delser. Der Kleine. Ja, so sieht's aus. Oh, er hat Angst vor uns. Oh, der Arme. Oh, Bowser Jr. Was? Lol. Hätte ich überhaupt nicht erwartet. Das ist ein Mario-Spiel. Ja. Da ist doch immer der Boss. Hey, lasst ihn in Ruhe. Ich seh doch, was denn los ist. Ihr sollt die Spezialtalente sich bürsten zu als selbst. Hahaha. Nun, ich hab ihn zuerst gesehen. Er gehört mir. Totgarn. Nur mir. Ich mach das kalt, so kleiner. Ich glaube, ich nenne das Spawny. Spawny. Spawny, sagt es doch. Willst du mir helfen, diesen Festing Anekdote zu erteilen? Ta, mein Papa wird sehr beeindruckt sein, wenn er aus dem Urlaub zurückkommt. Bowser at the Beach Party. So sieht's aus. Ja, und weil Spawny Angst vor uns hat, kommt er mit. So, Bowser. Und du, Mario, du musst nach all den Kämpfen. Hörst du aus, um hier zu sprechen? Nein, ich bin Bowser Junior, ja, das ist immer so, da hat eine Störung. Hier neben. Dies wird dir dringend benötigte Energie zurückgeben. Bevor es geht, Master Spanier und ich nach unserem neuen Freund vorstellen, er ist der Überaffe übergehend. Banane. Also ist er doch freundlich. Oh shit, das ist nicht zum HP wieder, das ist scheiße. Rabbit Beach. Rabbit Kong. Völlig Banane. Hat der Donkey Kong getötet? Weil er seine Krawatte hat. Scheiße. Besiege den Boss. Viel Spaß, my friend. Nicht nett. Jetzt hat er Bananen. Soll ich seine Bananen kaputt machen? Will er mich dann töten? Ach! Typ, das ist ne. Banane. Okay. Okay. Lel. Der ist halt ätzend zu sein. Danach. Was kann Peach denn? Was kann Mario? Kraftpaket. Plus 20% Waffenschaden. Das mach ich mal. Mir mit Mario die Raserei zu machen, wäre eine blöde Idee. Dann doch lieber mit dem Luigi. Mamma mia. Wie er im Außen rumgeht. Jetzt schön. Jetzt aber mal richtig weghauen. Hallo. Kritisch. 71 Schaden. Der hat gesessen.
Und ich gehe auf Eisenblick. Gut. Sie kann mehrmals hintereinander, ne? Aber das geht nicht, wenn der nicht in Reichweite ist. This is very sad. Very, very sad. Gut, dann gibt sie ihm. Stellt sich dann dahin. Der Oberaffe. Ich darf den Oberaffen nicht vergessen. Der ist. Ach stimmt, sie hat auch einen Wächter. Dann kann sie jetzt den töten. Boah, so. Ja, dann muss ich nicht so nah an den Oberaffen ran. Das ist immer das Beste. Ja, das ist vermutlich das Beste so. Und ein Schild. Ich weiß nicht, ob er jetzt dahinter sicher ist, wegen dieser Shockwave, die der Oberfall gerade eingesetzt hat. Aber wir hoffen. Ich hoffe. Dann gib ihm mal. Oh, jetzt ist er wütend. Nee, ist er. Oh Gott! Und jetzt ist er wütend. Jetzt ist er wütend. Aha. Okay. Eine neue Wendung. Die neue Wendung ist interessant. Also der Oberwurf wird sich nicht bewegen. Er wird sich nicht bewegen. Ich mach mal seine Heldensicht an. Oder keine Ahnung. Wie soll ich mal? Ja, Heldensicht. Gut. Münzen sammeln. Gut, also wie ich das jetzt gesehen habe, ist ganz lustig. Er isst die ganze Zeit seine Bananen. Wo ist Peach? Peach bounced jetzt dahin. Luigi. So, Luigi. Oh nein, ich wollte zuerst Luigi's Ding machen. Und jetzt schießt Mario nochmal. Einmal Revision. Einmal ausprobieren, was so passiert. Er ist immer eine neue. Wenn er so viele Bananen noch hat. Ja, Körper, die sind noch unbegrenzt. Gut. Aber hinter den Metalldingern ist man sicher. Weiß ich jetzt. Cool. Jetzt ist die Frage. Yeah, wie cool! Der Roboter! Okay, das war jetzt geil. Das ist geil. So, Oberaffe. Jetzt ist er dran. Jetzt wird er rasiert. Feuer. Feuer. Was? Immun? Achso, gehen wir zurück. Dingensen. Und sie schickt am besten. Nee.
Warum hinauszögern? Vernichtung einleiten. Oberaffe besiegt! Glaube ich. Oder ist der, geht jetzt in eine zweite Phase? Alter! Irgendwas übersteuert hier gerade richtig. Ich sehe richtig, dass der verschiedene Phasen jetzt hat. Ach, Kacke. Wie viele von diesen Dingern gibt's? Drei. Dreimal. Jetzt sind wir gleich irgendwas spawnen. Ach so, ein Halbhose ist. Halbhose schützt nicht genug. Es jagt einfach. So, sie gehen am besten dahin und schickt einen Robotik. Dr. Robotnik Roboter. Und aktiviert ihr Schild. So, zu dem Schild, zu dem Ding. Wenn ich ihn jetzt zurück auf die Plattform aufhören. Wenn ich noch einen weiteren Guardian schicke, dann habe ich jetzt drei unterwegs, Alter. Das ist richtig awesome. Gut, dann ist der raus schon. Cool. Hellensicht. Activated. Gut. Oberaffe macht. Oh, stimmt ja, man kann ihn zerstören. Er rennt. Schießt ihn ins Genick. So. Ahaha. So. Kraftpaket. So, jetzt kann ich sie gleich richtig gut hitten. Nein. Als erstes musste die Luigi das machen. Los, Luigi. Cool. So. Also da Luigi schießt. So, jetzt kommt das zweite Mal Peach vor. Ja, schon gegen die nächste Attacke. Kommt Peach jetzt hinter den. Ja, und darf ich schießen. Mario? Der kann auch noch schießen. Gut. Dritte Phase. Mario wird erstmal wieder weg. Was? Warum war sie nicht immun?
mir schon gedacht, das wäre viel zu einfach gewesen. Oh nein. Noch eine. Also nicht mit dem Boden. Oh Gott. Grubi, der Grubian. Eigenschaften. Ist ein grobes Arschloch. Yeah. So mal zu den Eigenschaften des Grubians. Ich könnte ihn. Also ich mache erstmal Heldensicht an. Bewege ihn hier hin. Bewege Peach. Dahin. So, jetzt schicke ich die Roboter. Robo 1. Los. So, er schießt. Komm her, komm und hol mich. Ah, Grenade. Und wir kommen bei uns. Und er ist raus. Gut. Da sind wir den Grobian losgeworden. Shockwave. Sorry. Was? Ich dachte, what the fuck, abseits? Hä? Alle Münzen einsammeln, einsammeln. Ja, Mann, man kann unter diesen großen Eisenblöcken sein. Wenn dann nur dieser kleine Block dazwischen ist. Oh, es ist nervig. Oh, das ist nervig. Luigi hält nicht mehr so gut aus. Der muss jetzt ran. Jetzt kriegt der hier die Krise. Oh ja, der kriegt die Krise. Der kriegt die Krise. Warum kann er auf immer nur noch so weit bewegen? Scheiß jetzt langsam drauf. Doch nicht so einfach. Nee, Luigi entscheidet sich um oder ich bin immer zu blöd, mir Sachen zu merken. So, aber wie auch immer, Roboter wird losgeschickt. Gegner aus. Gut, das heißt, sie stehen jetzt da und werden jetzt voll von der nächsten Attacke. Oh Gott. Ah. Ja. Luigi. So, jetzt während Luigi. Warum kann er sich nur so wenig bewegen? Warum? So, er ist wieder dran. Und wir können jetzt nicht von seiner Schockwelle getroffen werden. Oh Gott, kostet mich das gerade viele Züge. Seit wann? Seit wann? Gott. Samuel is not amused by the city. Nein. Nein. Fuck this.
Gut, toll. Ach Gott, ich verschwende gerade so viel Zug. Oh, das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich, diese letzte Phase gerade. Ah, Mann. Bitte, kannst du jetzt deinen Roboter schicken? Sag. Gut, kann sie nicht. Das heißt, sie wird beim nächsten Mal wieder zurückgeschlagen. Heißt, ich darf mal das Schild. Ich aktiviere das Schild. Ich aktiviere es jetzt einfach mal. Weil, fuck it. Er ist dran. Mann. Cool. Denke ich. So, Heldensicht. Also er kann nur eine Sache aktivieren jetzt. Kraftpaket ist ausgeblieben jetzt. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Okay. Ellensicht bringt also nichts. Der Roboter kann nicht weiter. Der Roboter steht jetzt da drauf. Das ist natürlich awesome. Oh, ich hätte hier wirklich mit dem Roboter arbeiten sollen. Gut. Oh Mann, habe ich viele Züge verschwendet. Wie nervig. Und jetzt will er irgendwohin abhauen. Auf einem nicht sehr wackeligen Zug. Wow. Intelligenz. Luigi. So, ich weiß. Luigi ist besser. Besser Mann. Also, die Peitschenspitze, welche die beste zähmt, ist das Antlitz von Aphrodite höchst selbst. Was? Melden die ganz klar, dass wir Spawny auf den Kampf von Robert Dinge befreien müssen. Bevor er für immer zerstören kann, was vom Pilzkönigreich übrig geblieben ist. Ich würde sagen, wir ziehen uns in den Pilzpalast zur Beratung zurück.
wo wir Lösungen in der einer sicheren und freundlichen Umgebung erarbeiten. Mit anderen Worten, auf geht's. Und ich bin müde. Es war. Hey, cool. Züge waren gut. Luigi ist gestorben. Nicht gut. Ach, Kacke. Das Bild. So, die Zeitwaschmaschine. Geschafft. Cool. Teamaufstieg. Neue Waffen auf Lager. Uralte Gärtenprüfungen. Bewegen. Sowas musste Mulilev noch lernen. Spülung zum Sieg. Bravo, du hast eine neue Koop-Prüfung für diese Kampagne freigeschaltet. Cool. Nice. Also viel geschafft, ne? Erster Boss besiegt. Genau, das war's mit dem Part, weil der ist jetzt kürzer, weil der nächste länger war. Lel, lass ein Abo da. Warum sagst du mal Lel? Weil ich es kann, Janis. Das ist doch tolle Unterhaltung. Okay, tolle Unterhaltung. Ja, finde ich auch. Also Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao. Und ciao. Also lasst uns noch diese Fristen, wir können sie spielen. Aber jetzt macht's gut und ciao.